Leute, weiter geht's heute mit FIFA und dem nächsten Spiel. Gegner ist die Holstein aus Kiel. Das letzte Spiel haben wir ja verloren, leider mit 3-1 in, oder zu Hause gegen die erste Heimniederlage überhaupt. Jetzt haben wir neben den beiden Langzeitverletzten Meier und komme ich gerade nicht drauf. Und Morgalla jetzt noch mit dem gesperrten Spieler dabei. Also drei Spieler, die jetzt definitiv in diese, noch fehlen. Eventuell muss ich tatsächlich sogar auf zurückgreifen, dass wir noch einen Leihspieler zurückholen. Das sieht gerade ein bisschen nicht gut aus. Na gut, okay, gehen wir erstmal hin in Richtung Kiel. Wir wollen die Mannschaft ein bisschen holen. Wir müssen einfach eine neue Saison starten. Neue Saison, ja, natürlich. Eine neue Serie starten. Jetzt geht's auswärts nach Kiel. Mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge haben wir ja in Kaiserslautern geholt. Den dritten in Fürth. Jetzt wollen wir den vierten in Folge holen und zumindest da wieder ein bisschen rankommen. Wir sind noch voll in der Saison. Ich gucke gerade, was die Tabelle überhaupt sagt. Gerade jetzt. Warte mal. Wir sind momentan 10 Punkte hinter dem SC Freiburg und das, die haben ein Spiel weniger. Also wir sind 7 Punkte hinter den Freiburgern. Die Niederlage tat weh, weil wir hätten mit dem Sieg gegen 60 auf 4 Punkte rankommen können, wieder und Richtung Spitze gehen können. Ich vermute, dass Freiburg nicht zu holen sein wird. Das gehe ich aber jetzt mal aus. Sie haben nach 14 Spielen immer noch keine Niederlage. Die haben uns mit 2-1 geschlagen, knapp, mit dem Elfmeter in der letzten Minute. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Aber wie gesagt, heute ein Sieg in Kiel, dann wären wir bis auf 7 dran und wir haben ja noch die Rückrunde. Da müssen wir dann zu Hause unbedingt gewinnen. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Nächste, die Gegenwart heißt Holstein Kiel. Auf geht's! So, ich gucke gerade, ob ich hier noch was habe. Ich habe mich bestimmt noch den ein oder anderen leider verletzt. Ja, Meier, vielleicht fällt er auch noch länger aus. Ich habe leider Alternativen. Komm, Alternativen. Ich habe noch ein paar, bestimmt noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel. So, Andresen, kannst du Innenverteidiger spielen? Nein, kannst du natürlich nicht spielen. Klefisch fällt auch noch länger aus. Ja, ja, Klefisch, genau. Das war der letzte. So, ich muss gerade gucken. Fischowski wird definitiv reinrutschen. Andresen, ja. Und Pereira wird erstmal nur mal auf die Bank gehen. Da brauche ich keinen zweiten Außen. Da wird es halt erstmal so gerichtet. So, ein bisschen umwechseln, umstellen. Zumindest was die Bank betrifft. Und jetzt geht es weiter ins Match. Oh, warte, ich werde mal Latteia rausnehmen. Machen wir von Beginn an dran sitzen, weil der soll mal zeigen, was er auf der 6 kann. Ding. Wir müssen es mal probieren. Let's go! Spieltag Nummer 14 steht heute an mit dem Duell gegen Holstein Kiel. In Kiel. Wir wollen uns noch hier schlagen, um halt wieder den nächsten Schritt zu machen Richtung Richtung Bundesliga. Es ist bald Winterpause sogar schon. Wenn wir den einen oder anderen vielleicht noch kriegen, den loswerden können, dann können wir vielleicht mal nachrüsten. So, wir brauchen ja dringend Schaden. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. So, wir müssen heute unbedingt was reißen. Es geht nicht anders. Wir müssen für eine Winterpause irgendwie schaffen, ein bisschen Kohle zu machen, ein bisschen nachzulegen. Wir brauchen dringend einen Stürmer, das ist klar. Morgana hat ja mal eine Spielsperre, aber wir brauchen dringend da vorne noch mal einen. Wenn sich jetzt nur Roa verletzt, habe ich ein Problem. Und dann habe ich keinen Stürmer mehr, der einsatzfähig ist. Naja.
Truppe schwört sich jetzt auch noch schön ein. So, wir haben Anschluss, auf geht's. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Gerne, der Ex-Kieler. Oh, schon abgeräumt. Mit der Aktion holen wir die gelbe Karte nach 2 Minuten. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Ja, ist eine gelbe Karte, es ist ein Foul, dann noch vorbei. Sagt dann der Schiri, sagt der Spieler, nö, ist nicht. Ja, Schiri, geh mal weg da, weil ich stehe jetzt falsch. Schiri. Peters. Okay. Schön durchgesetzt. Ja, er kommt mit der Flanke. Halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Das wäre wohl schon sie gewesen. Also sie suchen die Lücke. Eckloff. Kein Gegner jetzt in der Nähe, trotzdem Ballverlust, Ecke. So, die Niederlage im Gesicht sich jetzt ausgeschaut stempeln. Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Sterner. Ja, der hat den Korb voll gegen sich, der wird jetzt ein bisschen weggehen. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Er schießt. Ja, das macht er sicher. Für die Gäste hier. Da war der Nierball. Boah, ne? Ja. Schade. Der Ball kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Weil wir kein Geld haben momentan. Weil wir 13 Dollar haben, das ist nicht viel. Was macht er draus? Ja, schade. Das macht jetzt eher unbedingt. Es gab vor dem Spiel einige Diskussionen um ihn. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ja, ist das nicht. Er ist ausgeliehen und dann gekauft. Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder? Aber ganz kurz, das könnte es sein. Das ist nur erstmal. Das war heute das erste Tor. 17 Minuten und es ist fertig. Dadurch, das halt. Ja. Es ist das ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. So, auf geht's. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mühling. So, schauen wir mal. Was Holtby. In der im weiteren Verlauf. Passiert, Sterner. Gut dazwischen gegangen. Vrieth. Aber ist alles gut. Alles gut. Gut, gut gelöst da hinten. Von ihm erwarten wir heute einiges. Oh, bei ihm riecht es einfach nach einem... Oh, jetzt haben sie die Chance. Oh, boah. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Schade. Erste dicke, dicke Chance. Quasi okay, Fried. Ignowski. Ja, schade. Gut verteidigt. Ulrich, der jetzt ein bisschen. Er pfeift ab und jetzt. Ist das bei uns? Und damit ja. Ulrich. So, wir sehen, dass einer durchmarschiert. Peters, der. Peters. Aber der. Ball läuft gut. Foul, Fleischlos. Und das Foul ist eine gute Gelegenheit. Und Egger. Dachte jetzt. Drei Schüsse, Frage. Ich würde schon auf Vetterball setzen, den Ball. So, die Luft scheint aktuell raus aus dieser Partie. Sie sind vorne, mehr wollen sie nicht. Ganz stark, er versenkt den Ball mit einem direkten Freistoß. Der ist drin, 2-0, Jonas Sterner.
Was für ein Freistoßtor, das ist einfach das komplette Tor. Das guter Freistoß, natürlich, hier ist die Wiederholung. Aber das ist schon ein Ball, den man halten kann. Da wird es die ein oder andere Nachfrage geben, das ist klar. Aber mein erstes direktes Freistoßtor. Die Mauer sagt einfach, oh Gott, der probiert einfach ein Zorbeteck und der ist drin. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Warum über die Mauer schnitzen? Man haut das Ding einfach ins Torwart-Eck und der passt per Flatterball einfach rein. 2-0. Korb. Ich hab's jetzt einfach mal probiert. Quasi war okay, Fried. Mal sie haben den Ball. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste. Boah, genau, hinschauen. Starkes Spiel, wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Sehr geil. Allein der Freistoßtreffer, der passt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte. Da gab es das 8-0. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Adam Wojcicki. Korb. Mühling. Quasi okayere Fried. Ganz alleine. Also wirklich gewinnen, versuchen sich wieder auszuleihen und dann gucken, dass die vielleicht der Gegner sagt, ja, ich übernehme die 100%. Er holt sich vorne den Ball. Dann bräuchten wir unbedingt einen Stürmer. Ah, etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut, aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Ja, man wechselt sogar schon. Und jetzt wollen sie wechseln. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Sie liegen. Schon die zweite Minute, die gelbe Karte hier. Hat den vollen Sterne. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt. Also wie gesagt, mein Freistoßtreffer hier. Das wäre 1-0. Er schießt. Boah. Das macht er sicher. Ja, da war nicht. Der war gehalten. Aber wie gesagt, das 2-0. Passt auf jeden Fall. Weiter geht's. Mit Durchgang 2 hat begonnen. Zwei. Schön durchgesetzt. Aha, da muss er hin und holt sich den Ball. Sterne. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Gut gespielt. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. So, Ecke kommt. Ecke kommt. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Er nimmt ihn volles Risiko. Der wäre gut gekommen, aber der war Schuss keiner, wird abgeblockt. Keiner, oder? Nee, bitte nicht. Da wäre Platz für den Konter. Mühling. Mühling. Julian Korb. Ja, Kiel versucht jetzt ein bisschen über Stelligkeit zu kommen. Das und macht er sicher. Oh, der hat den ersten Mal wieder nicht gesehen. Es gibt einen Wechsel. Kurzer Eckball. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, der aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Gut, jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das ist eine Ecke von Kiel gewesen. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Letztes Stück quasi abgemeldet. Jetzt macht er seine Tore. Minute. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Sein 19. jetzt mittlerweile. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Pedro. Da haben sie jetzt Platz.
die Chance. Was für ein Reflex. Wahnsinn. Wer den noch gerade? Den hab ich doch noch einen den Ball. Großartig. Und jetzt erleben wir den Wechsel. Der gelb vorbelastet war. So, Ecke kommt. Dann, ja, Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Geht jetzt raus, ohne eine gelb-rote Karte. Hereingabe in die Mitte. Sie können sich da hinten befreien. Fischer. Ja, hat so ein bisschen Mühling. Kein Film, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Gut verteidigt. Und der Ball ist von Pichowski. Schumacher. Hier passt. Ja, aber vorne ran. Kommt die Flanke Flanke. Der und ist nicht drin. Weihnacht kommt zum Glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment ja, das an den Torhüter. Torhüter. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann. Das ist ja entscheidend. Offensiv. Eine klasse Leistung. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Und er hat den Ball. So ein bisschen optimistisch gedacht, da durchzugehen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Ein guter Block hier. Nichts passiert. Wir haben noch gar nicht gewechselt, ne? Wir werden jetzt gleich ein bisschen durchwechseln. Ja, geh. Genau. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ah, schade. Das sollte man dringend lassen, solche Situationen, wenn man dann Geld vorbelassen lässt. Pichler. Trifft daneben, fliegt er hier mit Gelb-Rot vom Platz und dann haben wir damit das Problem mit dem Gelb-Rot. Kein guter Pass. Nur noch der Torwart vor sich. Ganz abseits, ja. Das wäre es gewesen, wenn er natürlich den jetzt noch gekriegt hätte. Der Treffer dann. Aber er hat seinen Freistoß-Tor gemacht. Er hat einen Freistoß-Tor gemacht heute. Das ist mal gut gelöst, auf jeden Fall. So, jetzt wechsle ich mal durch ein bisschen. Der erhält ein paar Leute. Mal entlasten, so mal neue Spieler bringen. Boah, ich kann mal gucken, ob ich da noch irgendwie was. Ich habe gar nichts an der Bank mehr. Wir können ja noch ein bisschen wechseln hier. Drei neue Verteidiger. So, und Lippert geht auch raus. Ne, darf er nicht raus. Okay, dann halt Pech. Gut. Ja, schade. Knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Jetzt kommt hier der Wechsel. So. Gut. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Das wird ja so nicht so viel passieren heute. Da bin ich mir sicher. Mühling. Holtby. Er erzwingt den Ballverlust. Ferreira. Platz auf außen. Ferreira. Okay. Er macht das ganz sicher, gut geblockt. Dann ist das ist der Schlusswurf. Ja, am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Auswärts das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Auch heute wieder eine absolute Top-Leistung. Und natürlich hat er am Sieg großen Anteil mit seinen 3 Toren. Ja, hat es gut gemacht, auf jeden Fall hat er den Treffer gemacht. Sie haben auch das Freistoß-Tor gemacht. Und dann passt das. So, gut, ab ins Interview. Wir haben es tatsächlich geschafft, im Let's Play das erste Freistoß-Tor, direkte Freistoß-Tor zu machen. Ich glaube, wir haben es jetzt nur indirekt einmal geschafft. Aber direkt haben wir noch, glaube ich, keinen Assenk gehabt. Aber das haben wir heute gekriegt. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Auf Ecken haben wir schon verwandelt, aber wie gesagt, alles noch nicht. wir sind mit ihm sogar noch stärker. Der kommt dann nächstes Spiel zurück.
Welches Vorbild auf jeden Fall. Klar. So. Schauen wir mal aufs Hinspiel, ne? Was zu sagen? Das war's auch schon. Vielen Dank. Auf jeden Fall was hingekriegt. Luca hat was. Ja, ist es. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter direkt im Duell mit St. Pauli. Naja, schauen wir mal. Bis dahin. Ciao.